Moin Moin aus Madeira, Koi Definition mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu meinen Rewards. Wir haben ja die Weekend League zusammen zu Ende gespielt, haben ein 30-0 geholt, das heißt, wir haben hier 30-0 Rewards. Das wird auf jeden Fall ziemlich fresh. Sprengt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mehr Rewards sehen wollt, immer am Donnerstag, dass ich für euch sie aufnehme. Und ja, man, lasst gerne darüber hinaus auch natürlich sehr gerne ein Abo da. Ich bin echt gespannt, so. Ich habe hohe Erwartungen, sehr, sehr hohe Erwartungen. Bin gespannt, was wir dann ziehen werden. Wie gesagt, 30-0, wir sind, glaube ich, Platz 40 der Welt, irgendwie sowas. Also wir haben auf jeden Fall Platz 31 die Weekend League beendet. Sind vielleicht noch ein bisschen runtergerutscht, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Allerdings, ja, bin ich gespannt drauf und ich habe ja Bock drauf. Meine Erwartungen an das Pack Opening, ja, weiß nicht, so vielleicht 400.000 wäre schon sehr, sehr fresh. Ihr wisst ja, in FIFA 21 oder allgemein FIFA 20 war es ja auch schon so, sind die Rewards nicht so stark. Wenn ich das noch gleich mit FIFA 17, oh mein Gott, das waren Zeiten noch. Das waren auf jeden Fall noch Zeiten. Dementsprechend, ja, bin mal gespannt, was heute abgehen wird. So, wir holen uns auf jeden Fall erstmal die Rivals Packs ab. Das sind hier zwei seltene Mega Packs. Die bestätigen wir. Let's go. Die holen wir auf jeden Fall mit. Oder nehmen wir auf jeden Fall mit. So, vielleicht ziehen wir daraus ja was. Wir haben auf jeden Fall noch die 100k-Sets, das ist klar. Aus den Rewards. Ja, Mann, let's go in the shop. Lass erstmal die beiden öffnen, oder? Wir holen erstmal die anderen ab. Ja, wir öffnen erstmal die zuerst. Erstmal die. Let's go. Keine Zeit wasten. Erstes Set hier. Kein Walkout. So, okay. Oh, Frankreich, wer könnte das sein? ZOM, Fekir? Ja, Fekir ist das. Okay. 83er wird wahrscheinlich nichts wert sein. 79 Tempo. ja. Ist hier noch was hinter oder so? Oh, Shaqiri ist da noch, Foden. Ne, ne. Ja, ich weiß nicht, aus den Sets hatte ich in der Vergangenheit eigentlich nicht so viel Packluck, ehrlicherweise. Hier ist wieder kein Walkout. Egal, egal. Sind ja auch eher die schlechteren Packs, wenigstens kommen wir hier wieder rein. Ist es Tadic? Oder ja, genau, Tadic ist das. Ein 84er oder 83er? 83er. Castells ist noch am Start. Ansonsten, na, nicht wirklich viel. Stoßen wir ab. Jetzt holen wir auf jeden Fall unsere Weekend League Rewards ab. Oh mein Gott, ich bin hyped auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr hyped. Ja, bin mal gespannt, welcher Platz hier am Ende des Tages war. Ich weiß es gar nicht. Platz 5, oha, ich dachte, ich bin viel mehr gedroppt. Platz 35 geht ja voll fit. Das geht ja voll fit. Bro, ich dachte, ich bin so Platz 40, 43 oder so, 44. Das ist nice, Bro. Also für Platz 35 der Welt kann man auf jeden Fall mal gönnen, oder? Kann man auf jeden Fall mal gönnen. Oh mein Gott, ich habe so Angst, dass ich enttäuscht werde, Bro. So Angst. Okay, was öffnen wir zuerst? 1, 2, 3, 4, 5. Öffnen wir mal den ersten hier direkt. Da kriegen wir... Ui, 87er. Okay, okay, ist in Ordnung. David Silva, Lopez. Kann man mitarbeiten. So 87er als erster Playpick ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist wirklich in Ordnung. Ist nicht so schlecht. Nehmen wir unseren Seitenplayerpick. Da haben wir auf jeden Fall Ui, Zaha und Paulinho. Das ist auf jeden Fall auch stark. Das ist stark. Zaha, was hat der 5 Spezialwürfel, 3 Schwachfuß? Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Super Sub. Ein sehr, sehr guter Super Sub, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Paulinho und Zaha als Auswahl. Paulinho wäre auch eine geile Karte gewesen. So. Dann habe ich nur auf jeden Fall Zaha mit. Nächste Karte ist. Ui, okay. Arnold, Ricardo, Escayo. Ja, ist eigentlich egal, was wir nachher nehmen. Dann nicht einfach mal den Bundesliga-Spieler. Einen guten Maximilian Arnold. Haben wir noch zwei übrig. Also ein Gomez Bro würde ich nicht nein sagen. Würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Komm, gönn, 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 gönn. Ja, ich glaube, dann nehme ich diesmal diesen Ricardo Escayo. Ich habe ja nicht so viel übrig. Ricardo Escayo nehmen wir mit. So, noch ein Player-Pick. Hoffentlich gönnt er. Komm, 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 komm. Okay, Paulinho, hey, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Zwar nicht den Gomez, den ich haben wollte, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. 4-4 hat auch noch gute Stats. Kann man sich eher weniger beschweren. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Kann man mit leben. Bin ich zufrieden mit. Gute Player Picks. Zaha haben wir, Paulinho haben wir. Das ist schon in Ordnung. Silver noch fürs Rating. Ich glaube, damit kann man absolut mit leben. So, wir haben hier 400k Stats und das ultimative Team of the Week Pack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe so keinen Bock, enttäuscht zu werden, aber wir denken immer positiv. 3,
2, 1, come on. Come on, come on, come on, bitte, bitte. 100k Set. Gönn, 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 gönn. Kein Walkout, perfekt. Nein, was ist das denn? Ja, Manolas. Ah, Manolas, ist der was wert? Ist der was wert? 83er, ich meine, sehr, sehr gute Stats, klar. Aber I don't know. I don't know about that. Schwierig. Oder Quadrados noch drin. Beton. Nee, nein, nein, nein. Das war's wirklich nicht. Also das ist ein schlechtes Pack, ein sehr, sehr schlechtes Pack. Ah, okay, noch drei left. Ey, Mann, ich habe so hohe Erwartungen, Mann. Ich kann nur enttäuscht werden. Am Ende kein Walkout und kein einzigen 100k Set. Das wäre wieder sehr, sehr schade. Das ist Spanien ST Morata. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Was sind das für selfe Packs, Mann? Was sind das für bisher für Packs? Wir haben ja noch zwei übrig. Immer positiv bleiben. Immer positiv bleiben. Aber jetzt machen wir auch eins oder zwei, Bruder. Ich will eigentlich öffnen. Ja. Ey, wenn wir keinen Walkout bekommen. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Jawohl, Walkout. Der erste Walkout ist auf jeden Fall am Start. Come on. Gönn, gönn, gönn. Portugal. ZOM. No, United. Oh, ich weiß nicht, was der Wert ist, Bro. Aber die Pace kackt ein bisschen rein. Oder ich habe keine Ahnung, Bruno Fernandes. Ist der was wert? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, was der Wert ist. Er kann eigentlich nicht so viel wert sein. Vielleicht so 20.000. 20.000 vielleicht höchstens. Walker! Walker ist am Start. Oh, was? 126.000. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Tschüss. 115 Walker. 90.000. Was ist hier los, Bro? Was ist denn hier los? Holy moly. Holy moly. Das ist stark. Die Members, Yunshu, die sind, glaube ich, auch nochmal alle was wert. Das, damit kann ich auf jeden Fall leben. Das ist ein sehr, sehr gutes 100k Set. Kann nämlich eher weniger beschweren. Nice, man. Über 200.000 allein schon vom 100k Set gemacht. Das kann ich leben. So, jetzt schon alles zufrieden. Jetzt kann ich nochmal nicht enttäuscht werden. Ja, jetzt haben wir noch ein 100k Set. Okay, nach so einem Pack lag, glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder Walkout ziehen. Das ist schon ehrlich ein bisschen zu viel. Ja, dem ist auch so kein Walkout. Das wird, oh mein Gott, oh mein Gott, Kolarov 82, Bruder. Ja, okay, ich will mich nicht beschweren, ich will mich nicht beschweren. Das Pack, was wir gerade hatten, das war schon sehr, sehr stark, ne? Das war schon sehr, sehr stark, also passt. Ist ja noch irgendjemand dahinter, der irgendwas wert sein könnte? Nö. Na gut, dann gehen wir zum finalen Set. Oh mein Gott, ich habe echt ein bisschen Angst, also... Ich kann halt so hart enttäuscht werden. Das Team of the Week, ehrlicherweise, ist nicht das krankeste. Aber ich dachte mir, ich ziehe trotzdem. Vielleicht hat man ja Glück. Oh, komm. 5, 4, 3, 2, 1, zack. Bitte, bitte, bitte. Gönn, 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 gönn. Walkout. Gönn, gönn, gönn. Oh, Deutschland, ZDM. Oh, Kimmich, okay. High Rating, 89er, glaube ich. Ein Kimmich, das ist sehr, sehr stark, weil da kann noch alles dahinter sein. Das ist sehr, sehr stark, Bro. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Soll ich skippen oder soll ich warten? Okay, ich kann nicht warten. 3, 2, 1. Komm, komm. Gönn, 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 gönn. Oh, Gomez ist drin! Gomez ist drin! Let's go! Gomez ist drin! Let's go! 400.000! Oh mein Gott, Bro, die haben so gegönnt! Oh mein Gott! Was geht ab? Was geht ab? Silva ist drin. Na ja, gut, der ist nichts wert. Alberto ist drin. Ja, Guerrero ist drin. Die sind alle nicht viel wert, aber der Gomez rettet halt komplett alles. Der rettet alles, Bro. Der rettet alles. Wow. GG. GG. Oh mein Gott. Das schmeckt anders. Das schmeckt anders. Kimmich kostet... Ui, der kostet ja auch nochmal 140. Bro, 130. Wir haben über 700, 800.000 gemacht.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Pack jetzt zu öffnen. Nehmen wir auf jeden Fall alles in die Transferliste. Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, hier das Video aufzunehmen und die Packs zu öffnen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Ich glaube, für diese Rewards lohnt es sich auf jeden Fall. Ich bin gerade extrem glücklich. Über 400 Likes würde ich mich extrem freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Great Adventure. Ciao.